Es ist Winter. Schnee gibt es reichlich. Die perfekte Zeit für den Wintersportler, seine eleganten Schwünge in den Schnee zu ziehen. So wenden wir unseren Blick nach Tirol, einem der wichtigsten Tourismusgebiete in Österreich. Ein wohlbekanntes Skigebiet in diesem Bundesland ist die Zillertal-Arena. Eine Einstiegstelle liegt in der 786 Seelengemeinde Gerlos. Dort treffen wir das Tourismus-Urgestein Luigi Emberger. Er stellt sich gleich zur Verfügung, uns sein Skigebiet zu zeigen. Aber bleiben wir mal in Gerlos. Was macht diesen Ort seiner Meinung nach so besonders? Ja, die gibt es, weil am Abend, wenn die Gäste nach Hause fahren, dann können sie direkt zu den Hotels, zu den Pensionen, zu den Apartmenthäusern fahren. Also die Pisten gehen bis zu den Häusern hin. Also sie sind nicht auf die Skibusse angewiesen. Und ich glaube, das ist einzigartig in ganz Tirol. Wenn man in die Gondel einsteigt und bergwärts fährt, darf man sich auf 169 Pistenkilometer und 51 moderne Liftanlagen in Höhenlagen von 1300 Meter bis 2500 Meter freuen. Oben angekommen, offenbart sich die erhoffte weiße Winterwunderwelt. Der Schnee ist griffig und Pisten laden in jedem Schwierigkeitsgrad zum Befahren ein. Obendrauf steigert ungetrübter Sonnenschein die Motivation beinahe ins Unerträgliche. Ja, wir befinden uns hier am Hausberg von Gerlos im Kugel auf 2400 Meter Seehöhe. Und wir sind gerade genau inmitten in der Zillertal Arena. Auf der linken Seite kommen Sie rein von Zill am Ziller, runter ins Krumbachtal, rauf nach Königsleiten. Und dann geht es weiter rüber nach in die Gerloser Platte, Filstein, Duxeralm. Das ist eines der größten zusammenhängenden Skigebiete hier von Österreich. Je nach Kondition ist aber für jeden Freizeitsportler der Skitag früher oder später zu Ende. Schlafenszeit ist aber meist lange noch nicht. Denn Skifahren oder Snowboarden ist längst nicht mehr nur ein Sport, sondern inzwischen schon viel mehr ein Lebensgefühl. Und das gehört bis in die frühen Morgenstunden ausgekostet. Die Gaudi ist ganz, ganz wichtig, weil viel Leute und Menschen fahren natürlich auf Urlaub und auf Wintersport, um da Gaudi zu haben, den Alltag hinter sich zu lassen. Und da gehört auch ein Après-Ski mit Niveau natürlich, mit Gaudi, Stimmung und Party. Und da sind die Leute so zufrieden und so glücklich und wie schon gesagt, noch ein super schöner Skitag. So wie man heute sieht, hier in Gerlos, blauer Himmel und dann nachher ein bombiger Après-Ski. Und auch hier hat Luigi ein Ass im Ärmel, mit Namen Luigis Turbo Bar. Man trifft jede Menge nette Leute, es darf geflirtet und getanzt werden. Stammgäste wissen es. Pünktlich um 18 Uhr stimmt Luigi seine berühmte Polonaise an und ein wenig später den Klassiker Sierra Madre. Hier singt der Chef noch höchstpersönlich. Nicht umsonst wurde er als DJ des Jahrzehnts ausgezeichnet. Auf der ganzen Welt. Gute Laune verbindet. So kommen in dieser Bar unterschiedlichste Nationen, Gesellschaftsschichten und Generationen zusammen. Luigi beschreibt es so. Das ist alles bunt gemischt. Die Jungen vermischen sich mit den Alten, die Älteren mit den Jungen. Da wird nicht geschaut, ist es ein Generaldirektor, ist es ein Arbeiter, da kommt er von der Industrie oder nicht. Da wird zusammengehockt und zusammengespielt und dann gaut die Hände zum Himmel. Und die Leute sieht man, wie sie sich wohlfühlen beim Après-Ski. Und das ist wie ein Après-Ski muss sein, wie eine große Familie. Wer den Tag allerdings etwas ruhiger ausklingen lassen möchte, ist im benachbarten Iskugelstüberl gut aufgehoben. Ursprünglich und gemütlich hier das Credo. Aber egal wie man den Abend verbringt, am nächsten Tag trifft man sich wieder auf der Piste.